Hey Leute und willkommen zurück zu Far Cry 3 mit mir, dem Dark Sonja. Was sind wir auf der Spur? Was müssen wir killen? Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist was? Da wird schon gebrüllt hier nach dem Kerl. Wer ist was? Was ist was? Wo geht was? Ja, das werden wir jetzt feststellen. Wo bist du? Hier in Neonröhren. Komm raus, wisst ihr, und stell dich. Es ist geil. Die sind hier im tiefsten Dschungel. Die haben Fernsehen. Die haben Strom für Neonröhren, die können hier eine Disco machen. Ich habe wieder irgendeinen Trip gefressen. Das Bild wird schwummerig. Naja, es liegt wahrscheinlich an dem ganzen Koks, was hier rumliegt, an dem ganzen Drogenzeug. Oh! Au, fuck! Das war der Deutsche, den ich gefunden habe. Er macht mir aber nichts, weil ich bin Tatau King. Ne, keine Ahnung, was ich bin. Was ist denn hier jetzt? Was ging hier jetzt los? Au. Ei. Da hat er mich mal wieder, der war's. Dann sag ich mal, was geht ab? Oh, Checkpoint erreicht. Und nu? So, ich hab Empfangsprobleme. Ach Gott, welchen Trip hab ich jetzt? Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt schon wieder hier gelandet? Ah ja, ich laufe auf Fernsehgeräten. Wer bist du, Jason? Und ach? Was für ein Mann bist du? Ja, das ist meine Wenigkeit. Mit Tatau auf dem Arm. Oh, und weg bin ich. Die Welt ist aus dem Lot geraten. Ich bin der Angelpunkt. Ah, nee, hä? Das war doch eben was. Oh, wollte schon eben sagen, hab ich einen Knick in der Optik? Nee. Ah, weg. Wo geht's lang? Da. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Ja. Aber Mann. Was? Ui. Ist ja nicht was, das auf mir. Was? Mächtig. Ja. Und nun und ach du Scheiße, Leute. Abgefahrener Crap hier. Bist du gern bei meiner Schwester? Ja? Hä? Sie wird einen Krieger aus dir machen. Du bist so kaputt, Jason. Na los, drück ab. Na los, du Schwanzlutscher. Drück endlich ab! Ja, lass ich mich doch nicht, Bist ich? Lass mich nicht zweimal. Dich. Bin du. Beten. Was jetzt hier? Muss noch nachladen hier. Guck mal, der läuft hier mitten im Raum frei rum, ne? Hallo, was? Achtung, du läufst in der Luft. Hallo. Ah! Hinfort. Warum stirbst du nicht? Weil ich der Jason bin. Und der Jason hat eine Machete und macht viel Aua. Auf dem bösen Kleinen, was? Was willst du? Oh! Der macht mir echt hier Aua. Oh, ab du! Ah! Lösch schon mal das Feuer. Nee, ich bin in einem Traum gestorben. Ja, schicke Sache. So schlecht bin ich. Ich sterbe sogar in Träumen. Ich beiß sogar in Träumen ins Gras. Na, wenn das mal kein Aushängeschild für mein Talent ist, nämlich das Talent hier nichts zu können. Ah! Ihr Blöden. Jetzt ist der hinter mir, jetzt ist er vor mir. Wo ist denn der überall, der Arsch? Hau ab! Warum stirbst du nicht? Weil du vor mir stirbst, Kollege. Sag mal, in Träumen muss man auch nachladen, okay? Tap, 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 tap. Ach, bitte. Ist da was? So, ich heil mich jetzt. Hau ab, du! So. Ich renn einfach mal durch. Take down! Bitch. So, Quicktime Event Nummer 3 und 80,67 Millionen. Mit der anderen Hand fangen. Und jetzt zack. Ja, da guckst du, ne? Was willst du, was? Oh, Jason ist a little bit angry. Naja, gut. Was hat unser Bruder immerhin umgelegt? Und nicht ganz so schöne Sachen. Wow! Holy shit. Mache für Grant und nicht ganz so schöne Sachen mit unserem Freund gemacht. Was ist dieses Geräusch hier? Das Rauschen der Röhrengeräte. Ja, hast du das Rätsel schon geraten? Ihr lest es besser selbst, was da unten steht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, sagte der Hutmacher. So, ist wieder ein Zitat aus
Alice im Wunderland. Ich komme langsam auch vor wie Alice im Drogenland, beziehungsweise wie Jason im Drogenland. Jason. Ja? That's my motherfucking name. Was willst du? Du kämpfst gut, Krieger. Steh auf. Genieße deinen Sieg. Ja, hab ich. Hab ich sie jetzt umgenietet oder nicht? Oder ist jetzt. War es auch neben mir und. Hä? Wir sind so fertig, Jason. Ja, wir sind wirklich fertig. Was ist tot? Ah, okay. Ich wollte gerade schon fragen, was. Hab ich dem Dämonen den Kopf abgeschnitten oder wie? So, ja, so, und sie grillt jetzt hier eine Runde, oder? Was macht sie hier? Trinken grünen Tee? Ah, Drogensuppe. Er verließ mich. Den Stamm, sein Geburtsrecht. Hoyt Voker lockte ihn fort mit Geld. Drogen. Er wurde ein Monster, aber er blieb doch mein Bruder. Hoyt wird für alles bezahlen, was er dir und meinen Brüdern angetan hat. Ich bringe dir seinen Kopf. Was ist mit deinen Freunden? Die werden ein Boot nehmen. Ich bleibe bei dir. Oha. Das freut mich zu hören. Wie wirst du heute töten? Ich trinke auch alles, ohne nachzufragen. Ich habe einen Spion namens Willis getroffen, der mich auf Hoyts Insel bringen kann. Clever. Die Rakyat werden dich vermissen, wenn du weg bist. Werden sie das? Komm zurück zu mir. Zu meinem Volk. Bald. Sehr bald. Wenn ich's überlebe. So, und dieses Speichersymbol, das geht mir langsam tierisch auf die Eier. Das blinkt schon die ganze Zeit. Ist das irgendwie verbuggt hier? Bagabu, verlasse Citra's Tempel. Ja, das scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Wieso speichert der hier die ganze Zeit? So, dann speichere ich hier einfach mal kurz. Ach so, er speichert noch automatisch. Also irgendwas geht hier gerade den Bach runter. Das ist mir relativ wumpe gerade. Ja, ich hab ja... Wo wünschen hier überhaupt? Wo bin ich denn hier überhaupt? Ist das noch der Tempel? Ja, das scheint er zu sein. Nur die Rückseite von dem ganzen Ding. So, hier kam der Riesendämon. Und hier unten ist der Ausgang. Ja, hier. Ach, an das Feld kann ich mich doch sehr gut erinnern. So, die freundlich Grüßenden. Mensch, dieses Plinke-Symbol geht mir aber sowas von auf den Sack langsam. Ich weiß nicht, warum das jetzt anfängt hier rumzuspacken. Warum das hier anfängt, jetzt rumzuspagatzen. Hallo, Freund. So, Dennis, mein Alter. Was geht mit dir? Ah, er ist trunken. Jason. Erinnert mich ein bisschen an Will.i.am. Dennis, ich... Hast du viel zu tun für Citra? Wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Ich war einst ein Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Ich habe in einer Autowerkstatt gearbeitet. Er hat schon ein bisschen was im Tee, würde ich sagen. Die lachten über meinen Akzent. Und der Besitzer wollte mir weniger bezahlen als den anderen Mechanikern, die weniger drauf hatten. Mir, der aufwuchs unter den Generälen von Liberia. Die wollten mich unterbuttern. Aber ich weiß, wer ich bin. Sieh mich jetzt an. Citra. Sie hat mich befreit. Sie ist bei mir.
Ah ja. Viel Glück bei deinem Schicksal. Ich meine, deiner Mission. Ja. Ah, du legst es jetzt besser. Die Flasche ist leer. Ich brauche eine neue, bitte. Schnell. Ah, jetzt kriegt er vom Felsen eine neue Flasche. Also, Dennis, du sollst dich lieber mal zum Schlafenden legen, deinen Rausch ausschlafen. Verlass Zythos Tempel. Abgehakt. Das haben wir. Sprich mit den geretteten Freunden. Oha, oha. Wir sind bei Dr. Earnhardt, wenn mich nicht alles täuscht, in der Höhle. Nein, hinten. Ja, Dr. Earnhardt. Genau, da wollen wir da hin. So, Schnellreise. Hallo? Komm ich da zum Schnellreisepunkt mal? Wie zurzeit nicht möglich, weil das blöde Ding hier speichert oder was? Ihr wollt mich doch veräppeln. Ihr wollt mich doch ein bisschen verarschen. Hier habe ich das Gefühl. Ja, die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich ja, Laden mache, ne? Leute, ich mache mal einen kurzen Cut. Ich guck mal, dass ich das Speichern-Symbol hier wegbekomme und an dieser Stelle auch wieder rauskomme. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao, ciao. Hey Leute, da wären wir wieder. Für euch nur ein Wimpernschlag. Für mich eine, ja, gefühlte Ewigkeit hat es gedauert, bis ich endlich wieder hier an der Stelle bin. Ja, das Schlimmste ist eingetreten, der Worst Case. Ja, es wurde nicht gespeichert. Ich durfte quasi die ganze letzte Folge und diese Folge nochmal spielen, bis ich hier wieder gelandet bin. Ja, jetzt muss ich erstmal mich wieder ein bisschen zurechtfinden. Wir wollten zu Dr. Earnhardt reisen, unsere Freunde besuchen. Per Schnellreise. Jawohl, diesmal geht's. Das Speichersymbol ist verschwunden. Ja, ich muss das Spiel komplett beenden. Nochmal anfangen, wie gesagt, nochmal komplett zu Bars Insel schwimmen, in Umnieten etc. pp. Bis ich dann endlich mal, ja, hier angelangt bin. Ja, das ist nun der Fall. Und jetzt suchen wir unsere Freunde. Ist jetzt die Frage, waren die im Haus oder waren die außerhalb? Eigentlich sollten sie ja in dieser Höhle sein. Unter mir, ja, so sieht das auch aus. Da sind sie wohl auch noch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich da unbeschadet hinkomme. Oh, das ist alles recht hoch. Habe ich gar nicht so die Böcke darunter zu schmieren. Dann komme ich da irgendwie so halbwegs. Kann ich wieder so runterschummeln? Zack, bernsteingelbes Blatt. Nehme ich mit. Ach, hier ist die Höhle. Nix wie rein. Mal unsere Freunden wieder einen Besuch abstatten. Die haben wir, ja, lange, lange nicht gesehen. Mal gucken, wie weit die sind mit ihrem Bötchen. Okay? Alles gut. Gut. Das Boot ist fast fertig. Wir können bald heim. Ich komme nicht mit. Was? Was redest du denn da? Ich habe meinen Platz gefunden. Hier, auf dieser Insel. Ja, für sie bricht eine Welt zusammen, natürlich. Ist das dein Ernst? Lisa. Ich will nur verstehen, was hier läuft. Zum ersten Mal weiß ich genau, was ich will. Das werde ich nicht so einfach loslassen. Du bist jetzt erwachsen. Darauf habe ich so lange gewartet und nun verlässt du mich. Mach's gut, Lisa. Große Gefühle, ja? Yeah? Großes Kino. Lisa, lass ihn gehen. Ist natürlich jetzt nicht die feine Englische von mir, beziehungsweise von Jason. Ja, die Freundin hier einfach vorzuschicken. Die ist natürlich, ja, etwas traurig, wütend. Naja, wütend eher nicht, eher traurig. Kann man verstehen. Ja, geh nur. Kümmer dich um dich selbst. Das kannst du am besten. Oh ja, oh ja, ja, ja. Dann kümmern wir uns mal um uns selbst. Und dann wären wir wieder in der Freiheit. Ach, das war hart. Härter, als ich gedacht habe. Okay. Was hast du erwartet, Jason? Gut. Agent Willis. Ja, Agent Willis. Irgendwo da hinten ist er. Sprich mit Willis, fliege nach Süden. Das heißt, wir sollen hier oben den Paraglider benutzen.
Da oben steht er, wartet darauf, von uns benutzt zu werden. Und das machen wir auch. Aber nicht diesmal, sondern erst beim nächsten Mal, wenn sie da ist. Let's Play Far Cry 3 mit mir, eurem Darkson. Bis dahin, ja, wie immer, viel Spaß am Zocken. Haut rein und bye bye.